Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer weiteren Folge Staffel 6 der Minecraft-Chroniken aus Nordwind. Wir sind gerade unterwegs wieder Richtung Nordwind und gehen hier den Weg. Den Weg. Oje. Ich weiß schon, warum ich hier so kurvig gebaut habe. Das Eis. Aber das ist nicht unser Landkreis. Das gehört der Annie. So, hier sind auch ganz viele Pferde, sehe ich gerade auf der Minimap. Jo, wir tun jetzt über dieses Birkenbiom wieder zurück nach Nordwend reisen. Quasi hier. Oben ist nämlich das Birkenbiom. Da ist eine Fackel. Und den Fackeln müssten wir jetzt eigentlich nur folgen hier. Da ist eine Schwarzeiche, dort oben. Seht ihr die? Da. Hier ist eine weiße Tulpe gewesen. Habt ihr auch gesehen? Jo. Und wir tun jetzt quasi wieder zurück. Da ist noch eine Fackel. Und hier auch noch. Und da sehen wir doch schon wieder den Weg auf der Minimap. Genau, hier war er. Sehr schön. Guck mal, ein Hase. Ein Hobbelhase. Und hier haben wir auch noch Erde. 16 Fackeln. Sieht kummerliche. Kumlingersche Panoramabrücke. Genau, da konnte man so ewig weit gucken. Noch in die Richtung hier. Konnte man sehr weit gucken. Sehr schön. Hier können wir auch gleich mal ein bisschen was draufhauen. Okay. Okay, hier ist das beim Kopieren nicht gut gelaufen wahrscheinlich. Nehme ich mal stark an. Hier haben wir noch keinen Weg gebaut. Aber hier hatten wir eine Brücke, guck mal. Uiuiui, der Baum ist auch schon noch ganz schön im Weg. Wir sind wieder im alten Gebiet. Wir sind quasi schon wieder in Nordwind. Wenn man es so sieht. Warum müssen hier. Das habe ich anders in Erinnerung hier. Ich glaube. Aber warum steht denn da das hier und das? Und hier ist auch ein Pfeiler. Und ihr seht ja hier. Hier war der Weg. Und der ging dort durch. Ist komisch. Weil eigentlich war ja das Besucherbergwerk hier. Ich habe nun gerade keine Platte mehr, wie das hieß. Da muss ich nochmal auf die Karte gehen. Ja, und da ging ja hier eine Schiene raus in der Mitte. Das
Das müssen wir uns nochmal angucken und bauen das nochmal. Zack. Hier geht ja die Strecke von Nordwijn-Mosek lang. Die Bahnstrecke. Die müsste ja eigentlich funktionabel sein. Genau, hier ist die große Kreuzung. Da geht es nach Mosek, da geht es nach Nordwijn. Wir wollen nach Nordwijn. Also ab nach Nordwijn. Sehr schön. Lalala. Nicht die ganze Zeit ihr das Schwert in der Hand halten. Vergesst nicht auf Vidme hier, ne? Das Video wird auf Vidme und auf YouTube gleichzeitig laufen. Und müssen versuchen, auf Vidme 50 Follower zusammen bekommen. Deswegen wünsche ich mir sehr gern von euch, wenn euch dieses Video gefallen hat und auch mein Kanal gefällt, da nicht nur auf YouTube ein Like da zu lassen, sondern könnt euch den Like mal sparen und gebt mir ein Follow auf Vidme. Ist doch viel besser, da verpasst ihr dann auch nichts mehr da. Und jo. Falls ihr euch fragt, warum ich das auch noch auf Vidme mache, da habe ich wahrscheinlich schon ein Video zu gemacht. Wenn nicht noch nicht, dann kommt noch eins. Da erkläre ich euch das nochmal genauer. So, da sind wir wieder in Nordwijn, meine lieben Freunde. Super. Super. So, da gucken wir gleich mal. Die Straße. Die kommt hier gerade rüber zu einem Berg. Da kommt die nach oben. Nach oben. Hier kommt noch eine Brücke rüber. Dann wird das hier so angeschlossen. Da geht das dann so weiter. Bla, blieb, blub. Hier ist Berg, Berg, Berg. Da kommt das dann so hier rüber. Genau, hier hinten ist Tannstein. Und dann kommt die dann hier rüber, dann hier eine Brücke rüber. Habe ich mir dann so gedacht. Und hier kann man auch noch runter. Dann geht das quasi hier durch den Sumpf ein bisschen hier rüber. Und da ist ja eh schon eine Anbindungsstelle. Hier ist nämlich Wald. Hier ist ja der Strand hier drüben. Hier ist das Ostbeenhaff. Und das hier oben. Ne, nicht das. Geht hier rüber, hier so runter, zack, 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 zack. Und wenn das hier dann so rüber geht, geht das irgendwann mal so. Also hier ist hier quasi eine Kreuzung, hier geht das dahin, dahin, so. Und ihr seht das wahrscheinlich jetzt gar nicht, oder? Ihr seht nicht meine Maus. Na, das ist natürlich sehr schön. Wenn ihr sie gesehen habt, dann habt ihr es gesehen. Sonst hier drüben, wo das schwarz ist, also ihr seht, wie kann ich das jetzt genau. Ja, guckt jetzt ganz rechts. Ja, ganz rechts. Und ganz oben, ganz rechts, seht ihr einen Weg. Ja, ich kann ja auch ein bisschen ranzoomen. Da ist ein Weg. Und der geht da, 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 bis dahin. Ja, der geht natürlich auch noch weiter. Lämme ich hier so, so, so. Jetzt natürlich alles schwarz. So, so, so. Und dann geht er nach unten, nach unten, nach unten, nach unten. Und dann nach da, nach da, nach da. Und dann geht der Weg auch noch nach da, 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 wie so eine T-Kreuzung quasi. Und den will ich dann hier ranführen, sodass der hier unten hochführt. Hoppla. Das war ein Nebengeräusch, was sehr unangenehm für euch war. Ich hoffe, man hat die Maus gesehen. Das muss ich mir dann noch einstellen, wenn ich mal wieder sowas mache. Mir da kein Fauxpas geschieht. Das ist nämlich sehr ärgerlich. Ja.
Dümm-dü-dümm hat's gemacht. Und jetzt macht es auch gleich nochmal Dümm-dü-dümm, denn ich muss noch was ändern, wenn ich es nicht gar schon gemacht habe. Und zwar die Abonnentenzahl. Habe ich schon geändert. Wir sind nämlich 330 und da freue ich mich sehr drüber. Es freut mich sehr. Wir sind derweil, glaube ich, schon wieder. Ne, wir sind sogar schon mehr. Da muss ich gleich nochmal live gucken. Ich glaube, wir sind schon mehr, oder? Oder. Ja, wir sind mehr. Definitiv. Wir können ja eine Zahl ändern. Da haben wir es doch noch nicht gemacht. Okay. Hier haben wir nämlich den weißen Lehm. Und da reißen wir das mal ab hier. Falls ihr euch fragt, was das Dümm-dü-dümm ist. So. Wir sind 340 Leute. Und wir sind sogar schon ein bisschen mehr. Wir sind 344 insgesamt. Da fehlt noch was. Ich will mal das Schwert in der Hand nehmen. Jo. Und dann geht's dann hier dann weiter. Würde ich sagen. Ne? Oder? Haben wir noch ein bisschen? Jetzt habe ich meinen Timer weggeschalten. Ach, wir haben da noch 5 Minuten. Warum die Eile? Ich wollte hier das Häuschen anfangen. Dann nehmen wir uns gleich mal ein paar Materialien mit. Ja, da ist Holz, da ist eine Tür. Eine müsste ja lang. Erde. Hier ist anderes Holz. Das auf jeden Fall noch mit. Mal ganz kurz gucken, wie ich das Nachbargebäude unten gebaut habe mit Lehm. Oben damit Birke. Das könnte man als Fußboden nehmen. Da haben wir ja noch viel da. Wir haben hier Lehm. Oder Keramik heißt das ja jetzt. Hellgraue Keramik. Keramik. Schaut nicht so viel aus, ne? Guck mal, hier haben wir noch Eichenholz. Das lübt doch. Okay. Bauen wir das mal so, dass der hier noch einen Garten hat. So direkt, so genau. Das passt. So. Ist das dann 1, 2, 3, 4, 5? Das passt. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Das ist dann direkt hier so dran, aber das ist ja egal. Machen wir dann hier so den Eingang hin. Oder? Was meint ihr? Hier so den Eingang. Holen wir uns nochmal ein bisschen Stein. Stein. Stein ist hier drin. Stein ist hier drinnen. Wir haben noch mal Lehm. Ordentlich viel zu hören.
Wollte gerade sagen, haben den Stein nicht mitgenommen. So. So. Könnt mir ja mal schreiben, wer hier drinnen wohnen soll. Können wir erstmal ein bisschen hier unser Holz verschwenden? So, upsala. Ja, können wir nämlich dazu hier rüber gehen? Können den Lehm jetzt so einsetzen. Das ist doch viel bequemer. Genau. Wir haben eine Tür mitgebracht. Setzen wir die gleich mal ein. Und gehen schlafen. Ich kann das Bett auch hier oben hinstellen. Zack. Und damit sage ich tschüss, meine lieben Freunde. Bis zur nächsten Folge. Und da wird wahrscheinlich der Gast auch schon da sein. Wünsche ich noch einen wunderschönen Tag und sage tschüss, euer Cedric Aces.